So, wir hacken uns erstmal rein. Let's go. Schichtauswahl. Dies ist die Stadtteilübersicht. Ich glaube, bevor wir erstmal Polizistin werden, sollten wir erstmal lernen zu lesen, aber das ist nochmal eine andere Sache. Du musst jede Woche 5 Schichten spielen. Einsatzstrafzettel. Yay. Early Access. Alright. Wow! Das funktioniert ja super. Okay, jetzt das hat nur eine Sekunde gebraucht. Es hat eine Sekunde gebraucht. Stelle Strafzettel aus. Ja, okay, dann würde ich sagen, suche ich erstmal. Hallo. Was ist denn jetzt los? Was soll denn das hier? Meine verlorene Zwillingsschwester. Nach 10 Jahren. Nach 10 Jahren ist es soweit. Diese Frau hat gerade unerlaubt die Straße überquert. Stopp. Ich bin Polizei. Stopp. Was soll denn das? Das gibt da einen Strafzettel. Ich bekomme einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße. Um die 20 Dollar. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Ja, das ist jetzt natürlich, das ist doof. Das, ja. Okay, jetzt muss ich erstmal rausfinden, ob jemand falsch parkt. Das hier sieht für mich ein bisschen, wer hat unerlaubt die Straße überquert? Die Frau da drüben. Lassen Sie mich vorbei. Ich bin auf meiner Schicht. Stopp. Sieh schon wieder. Dich beobachte ich dich. Mach's noch einmal und dann hört auch mein Anwalt von deinem Anwalt. Und dessen Anwalt hört auch von deinem Anwalt und meinem Anwalt. No Parking Zone. Da steht jemand in der No Parking Zone. Ah. Nee, nur 12 bis 4. Ich weiß doch in echt nicht mal, wo man parken darf und wo nicht. Dieser Mann hat gerade Abfall auf die Straße geworfen. Oh Gott. Ich glaube dem. Ich glaube, der saugt mein Blut aus, wenn ich dem jetzt einen Strafzettel gebe. Ich belasse es bei einem. Wir lassen es mal bei der mündlichen Verwarnung. Danke. Falsch parken, da haben wir einen. Erstens darfst du da nicht parken. Aber es ist auch deine Parkour abgelaufen. Bam, Parkour. Abgelaufen. Bumm. War das falsch? Sie kriegen gleich einen Strafzettel, weil sie einen Officer angefahren haben. Ist der zu nah am Bürgerstein? Der ist ganz schön nah am Bürgerstein, oder nicht, Chat? Ich glaube, der ist zu nah am Bürgerstein. Zu dicht an Fußgängerüberweg. An der Bürgerüberquerung, Fußgängerüberweg, oder? Ja, habe ich recht gehabt, Chat. Habe ich recht gehabt. Und da haben wir noch eine abgelaufene Parkuhr. Das auch noch. Keiner kann hier parken. Ist ja unfassbar. Ist ja unfassbar. Keiner von denen kriegt's hin. War dem seine Ampel rot? Entschuldigen Sie, das war rot? Ich belasse es bei einer mündlichen Verwarnung. Danke, Officer. Alles gut. Bitte. Einen schönen Tag noch. Hab ich gut gesehen, oder, Chat? Habe ich gut gesehen. Polizisten dürfen mal rot über die Straße gehen, weil ich bin gerade im Einsatz. Deswegen ist es okay. Deswegen darf ich das. Ich mache gleich mein Blaulicht auf dem Kopf an. Ja, gute Idee. Vor meinen Augen! Und nochmal vor meinen Augen! Mitten auf der Straße spreche ich dich jetzt an. Nach Personalausweisfragen. Wieso räuspern Sie sich so komisch? Haben Sie etwa gerade gekifft? Ich glaube, er ist ein Kiffgraskonsument. Das kann er gerne machen. Liebe Grüße. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Und jetzt gucken wir doch mal auf der anderen Straßenseite. Polizei darf tatsächlich... Achtung, Anfang von Polizisten kostet auch Geld. So. Schicht ist vorbei. Was muss ich jetzt drücken, wenn meine Schicht vorbei ist? Was muss ich dann machen? Ah! Ey, der geht aber noch. Der hat in die falsche Richtung geparkt. Das geht noch ganz schnell. Zurück zur Wache. Zur Wache laufen ist natürlich eine lustige Sache. Geradeaus, geradeaus, geradeaus und dann rechts. So, sind wir zurück. Und rein da und Schicht beenden. Ja genau, und damit ist heute Schicht im Schacht. Hier. Ja. All in all. Oh, da geht's ordentlich hoch. Da ging's ordentlich hoch.
Wir haben jetzt sogar eine Radarpistole, um zu gucken, ob Leute zu schnell fahren. Ich darf Raser melden. Boah. Wie viel darf man denn hier? Ist die Frage, wie viel man denn hier überhaupt darf. 25. Hier, hallo. Ha! Und das habe ich auch gesehen gerade. Perso, bitte. Jetzt habe ich beides gesehen vor meinen Augen. Die Kannen frech. Das war schon Beamtenbeleidigung. Er meidet den Augenkontakt. Wie ekelhaft, er hatte Kaugummis dabei. Und sie haben auch Müll weggeworfen. Des weggeworfenen Mülls. Bis zu 25 Dollar. Sie vermiesen mir den Tag. Er klingt wirklich wütend. Ich muss ihn laufen lassen. Sie sind seltsam. Sie sind mir suspekt. Ich muss zu schnelle Autos finden, Chat. 30. Stehen bleiben. Stopp, stopp. Wie melde ich den? Stopp! Aussteigen. Ah, aussteigen. Stopp! Aussteigen! Ich muss sie auf frischer Tat ertappen. Scheiße. Ich könnte da oben auf die Brücke gehen. Ist tatsächlich eine gute Idee. Ist immer noch nicht genau, wie viel hier ist. Wie viel ist hier? Komm. Fahrt schneller. Melden. 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 Da melden wir sie alle, Chat. 3 km/h zu schnell. Das ist gefährdend für die Verkehrssicherheit. Oder wie man so schön sagt, wir wollen doch alle, dass niemandem was passiert hier. Wir wollen doch alle nur friedlich leben. Und das nicht mit 4 km/h zu schnell. Mhm. Jetzt fahren sie auch alle langsam hier. Merkt ihr was, Chat? Das spricht sich rum, dass eine neue Polizistin in der Stadt ist und hier aufpasst. Das spricht sich rum. Und so, Freunde, haben wir es mal wieder gesichert. Die Verkehrssicherheit. Da wird die Stadt mal wieder sicher gemacht. Hallo, Markus, Stefanie, ich bin wieder da. Es war ein guter Arbeitstag, war eine gute Schicht. Schicht beenden. So. Und? Eine Fotokamera freigeschaltet. Jetzt kann ich auch vloggen von meinem Alltag. Neuen Einsatztyp, leichter Unfall. Guten Morgen, hallo, hallo, hallo. So kurz durch den Drogenpark gehen. Richtig nach Kiffgras, alles gut, alles sicher. Es ist ein guter Park, wo die Bürger in Ruhe und Frieden leben können, ohne dass hier Leute ihr Kiffgras tandeln. Ja, schon mal gut und wichtig. Riecht nach Blumen, so wie es in einem Park riechen soll, ne? Nicht immer nach diesem Marihuana. So, bin gleich beim Unfall. Da ist er, der Unfall. Hi, Chefe. Verkehrsunfall. Befrage die Leute und den Fahrer, um den Unfall zu ermitteln und aufzulösen. Bitte vergiss nicht, alles gründlich zu untersuchen und Berichte auszuhändigen. Okay, befragen. Alright. Ich bin vor Ort. Ich kümmere mich um den Unfall. Okay, wir befragen erstmal. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Mhm. Der ist abgelaufen. Da muss ich jetzt erstmal, ich weiß, es ist jetzt ungünstig, aber das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Das ist ungünstig. Okay, dann machen wir erstmal Fotos.
So. Machen wir erstmal einen Alkoholtest. 0,000000, vorbildlich. Sollte mir das gerade irgendwas zeigen oder war das einfach ein Bug? Bin mir gerade unsicher. Oh. Oh. Den Führerschein und wenn möglich den. Das ist natürlich eine harte Nummer. Amphetamin! Ja, die darf ich jetzt eigentlich auch durchsuchen, ne? Jawollo! Eine Salatgurke! Die hatte in ihrer Tasche, die sie nicht hat, eine Salatgurke! Verhaftet eine Person wegen der Beteiligung an einem Verbrechen mit Bezug auf Betäubungsmittel. Illegaler Waffenbesitz. Ich muss Sie festnehmen. Sie führen ein Springmesser mit sich. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Ja. Bitte nein. Bitte doch. Wie rufe ich die Kollegen jetzt? Sie ansprechen. Ah. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Die hat halt einfach eine Gurke dabei. Ja. Hier, Ihr Unfallbericht. Gut und ausführlich dokumentiert. Danke, Officer. Thanks, Girl. So, sie wird abgeführt. Tschüss. Und dann war's das. Was ein erfolgreicher Arbeitstag, oder Chat? Noch einmal durch den Kiffgraspark durch. Na, riecht clean. Riecht clean. So, und da sind wir wieder bei unserer Police Station. Da sind wir wieder zu Hause bei den Kollegen, ne? Wir können jetzt Leute anhalten. Verdächtiger gesucht! Auto! Wir dürfen Auto fahren! Cool! Ja! Ja, ja, willkommen. Wie mache ich Blaulicht Wii U an? Achtung, Achtung! Bitte machen Sie Platz, bitte machen Sie Platz. Wir sind mir sehr wichtig. Entschuldigung, ups hier. Achtung! Hallo, ich habe gehört, hier ist ein Unfall und Sie brauchen einen Fotografen vor Ort. Ich bin da, kein Problem. Bam. Hier auch wichtige. Ja, yes. Hat sie alles beides noch gültig und das hier ist auch gerade noch so gültig. Passt. Alkoholtest bitte einmal. Karen. Das ist in Ordnung. Gerne. Sie können das jetzt war's. Gehen. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Sie können fahren. Als wenn Sie ein Auto hätten. Okay. Dann fahren wir mal mit unserem Auto, würde ich sagen, wieder, oder? Stand auf dem Bürgersteig. Hallo. Ja, dann such halt nach einem Parkplatz. Mach halt, oder? Hä? Ich komme nicht voran. Ich bin stuck. Ach so, weil ich auf dem Beifahrersitz eingestiegen bin. Okay. Ja, dann park bitte. Ich park hier auch. Hallo. Sie haben keinen Blinker gesetzt. Ich musste Sie herauswinken, weil Sie nicht geblinkt haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie auch nicht geblinkt haben. Scheiße, er pullt die UNO-Reverse-Karte. Ich war ja auch im Einsatz. Ist noch gültig, ist noch gültig. Er spricht undeutlich. Bitte steigen Sie aus und kommen Sie auf den Bürgersteig. Oh. Alkoholtest, mein Lieber, machen wir jetzt.
Das ist natürlich ungünstig für sie, ne? Das ist jetzt natürlich ungünstig. Und dann noch frech sein ist natürlich schwierig dann, ne? Gut, dann Alkohol oder Drogenmissbrauch am Steuer, Alkohol. Ich muss sie festnehmen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Bitte, nein. Doch. Einfach auch noch ein Taxifahrer, Alter. Das haben wir gut gemacht. Das haben wir gut gemacht. Ich bin schon wieder an der falschen Seite eingestiegen. Erneut. Fahren wir mal zur Polizeistation, ne? Gut, das war doch eine schöne Schicht hier. So, nach Hause fahren. Ah, warte, hier war's. Stopp, hier war's. So. Wir parken noch gescheit ein. So. Gut. Das war ein guter Arbeitstag. Okay. Ich glaube, es war jetzt 2 Stunden genug Polizei. Erstmal eine Pause von Polizei jetzt.